Herzlich willkommen auf Eriks YouTube-Kanal, heute mit Schnitzel Wiener Art. Heute geht es wieder um praktische Tipps und zwar leckeren Schnitzelbraten. Gestern Abend habe ich mir Schnitzel zubereitet und zwar natürlich vom rohen Zustand übers Würzen, Panieren und Braten. Viel Spaß beim Schauen. Heute geht es um Schnitzel paniert. Was brauchen wir erstmal, um zu würzen? Einmal brauchen wir Jodsalz, dann haben wir Pfefferweiß, nehme ich mal ganz gerne, Fondue nochmal als extra Geschmack, dann natürlich das super leckere Fleisch, dann haben wir hier so einen Fleischklopfer, das um Fleisch nochmal schön ein bisschen durchzuhauen wegen den Fasern, dann haben wir hier hinten Typ 405 das Mehl, zwei Eier, die werde ich gleich schön aufschlagen und da hinten Paniermehl, wo das Ganze dann reinkommt. So, bevor wir jetzt anfangen mit dem Fleisch und das Würzen, müssen wir es erstmal ein bisschen bearbeiten. Dazu nehmt ihr einfach eine Unterlage, dann legt ihr das Fleisch hier drauf, hier diesen Fleischklopfer schön draufhauen, damit wird das Fleisch schön zart und die Poren, die da drin sind, gehen auf. So, einmal die Seite, dann hier auch nochmal draufhauen und wenn das Ganze dann soweit gemacht ist, das müsste eigentlich reichen. Aus meiner Erfahrung nehmt ihr schön leckeren Salz, tut das mal mit oben drauf, zack. Kann man auch mit der Hand machen. Ich mache es jetzt mal extra hier für den Film, mache ich das so. Dann drehen wir das Ganze mal um. Jetzt auch nochmal hier mit Salz nehmen. So, ich mag es schön ein bisschen salzig und ein bisschen würzig. Wie gesagt, das ist für jeden, wie er das eben halt am liebsten mag. So, Pfefferweiß. Ich persönlich finde, dass Pfefferweiß wesentlich intensiveren Geschmack hat als Pfefferschwarz. Darum nehme ich gerne Pfefferweiß. So. Dann auch einmal umdrehen. Zack. Das Ganze auch nochmal. Natürlich beide Seiten, ist klar. Das macht ihr dann mit dem kompletten Fleisch. Das zeige ich jetzt aber nur an einem Stück. So, mein leckeres Zaubermittel. Fondue. Da eben auch noch mit drauf. So. Und das Ganze natürlich auch von dieser Seite. So, jetzt haben wir es erstmal gewürzt. So, nachdem ich das Fleisch schön gewürzt habe, dann haben wir hier, wie vorhin hatten wir ja die Eier gesehen, eben einmal im Löffel Teller rein und dann schön schlagen mit einer Gabel, dass das schön verrührt wird. So, müsste so eigentlich reichen. Gleichmäßig einmal im Mehl rein. So, eine Seite, dann die andere Seite, hier eben die Gabel nehmen an den Stellen, wo es noch frei ist, drüber, Hauptsache da immer drauf ist das Mehl. So, dann die wieder immer beide Seiten drehen und regelmäßig drauf tun. So, jetzt haben wir schon mal schön mit Mehl gemacht. Jetzt kommen wir das in die Eipackennadel mit rein. So. Und so. Richtig schön einmal schwimmen. Wenn das Ei nachher zu wenig sein sollte, wie gesagt, jetzt haben wir zwei Eier genommen, dann kann man immer noch ein drittes dazu nehmen. So, jetzt sehen wir auch, dass das schön das Ei da drauf ist. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Das ist das Paniermehl. So. An die andere Seite auch mit rein und nochmal, mache das manchmal so zweimal, dreimal, bis das richtig fertig ist. So, das nehmen wir es raus und jetzt haben wir schon mal soweit mit vorbereitet für das Schnitzel nachher für die Pfanne. Somit sind wir jetzt beim ersten Zwischenschritt fertig. Die Schnitzel sind wie gesagt einmal schön gewürzt, dann haben wir sie in Weizenmehl mit reingelegt, Typ 405, dann im aufgeschlagenen Ei und im Paniermehl. Soweit jetzt zum ersten Schritt. Jetzt gehen wir rüber zum nächsten Schritt und zwar zur Bratpfanne mit Speiseöl und mit Braten. So, nachdem wir jetzt die Bratpfanne auf dem Herd haben, nehmen wir schon mal schönes leckeres Speiseöl. Ich habe hier schon mal die Flasche und machen das hier richtig schön mit rein. Ja, dass man es auch, dass ein bisschen auch drin schwimmt, dass auf jeden Fall das Paniermehl richtig schön nachher braun wird.
und nicht so irgendwie halb auf der Pfanne dann festbrennt. So, soweit erstmal die Vorbereitung. Jetzt mache ich den Herd dann auch an. Erstmal auf die allerhöchste Stufe. Wir sehen, das fängt so langsam an, ein bisschen auch zu spritzen. Ja, da eben gerade. Und jetzt drehe ich das, wie gesagt, so zwischen 4 und 5 runter und tue das Fleisch mal mit rein. So, jetzt habe ich es mal ein bisschen auf der einen Seite braten lassen. Jetzt nehme ich hier mal eine Gabel und drehe das ganze Fleisch dann einmal um. So, ich hatte es eben gerade umgedreht mit der Gabel. Das waren jetzt ungefähr 3-4 Minuten. Wir haben hier eine schöne Panade. Es ist schön hellbraun, es ist nicht zu dunkel. Und das kann jetzt langsam durchziehen und in der Mitte garen. Und wir haben, wie gesagt, eine richtig schöne Farbe. Und trotzdem ist es dann auch schön fest. Und innen drin auch saftig durch das Panieren. Eben mit der Gabel rein. Hier sehen wir es richtig schön. Und dann nehmt ihr eben halt noch euren Teller dazu. Eben mit drauf, da wo ihr es eben haben wollt. Und wie gesagt, dann habt ihr auch eure Schnitzel soweit fertig. Ja, dann sage ich somit recht herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei gehabt. Natürlich auch viel Spaß beim Nachmachen und beim Kochen. Schreibt dann eure persönliche Meinung dazu. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, somit bis zum nächsten Mal. Euer Erik.